Die Radio Bielefeld Hit Story. Mit Stefan Schüller. Guten Abend. Ihr habt es in der Neuen Westfälischen gelesen, ihr habt es auf der Homepage gelesen von Radio Bielefeld, auf der Facebook-Seite von Radio Bielefeld und ihr habt es auf den Seiten von Arminia Bielefeld gelesen. Norbert Meyer ist heute hier, hallo. Hallo. Finde ich gut. Ja, ich auch, freue mich. Ganzen Tag gearbeitet? Ja, ganzen Tag gearbeitet und vorbereitet, dass ich auch ein paar Titel weiß, die wir hier heute Abend mal abdudeln können. Ja, aber das ging ja eben schon so los, da fing das so an zu sprudeln, so schnell konnte ich gar nicht... Ja gut, ich muss ja erstmal wach werden. Nicht? Das ist so, ne? Wenn ich den ganzen Tag arbeite, muss ich ausblenden, umblenden und dann geht's jetzt mal in die... Wann sind Sie aufgestanden heute Morgen? Ja, aufstehen ist früh. Echt? 6:30 wird aufgestanden. Wann geht der Job los? Ja, dann so 7:45. Wann trefft ihr euch da auf der Hagemannschau? 10 ist Training, aber meistens so 8:30 da. Ja gut, Chef muss eher da sein, ne? Ja, aber meine Kollegen sind auch alle da. Das ist klar, die Spieler müssen dann, wenn sie angeschlagen, verletzt sind, um 9 da sein. Ja. Und die normal ins Training gehen... Spätestens 9:30. Ja, gibt es Mittagspause oder sowas? Macht ihr so? Kann man da eine Stunde mal... Nacharbeit. Wir haben genug zu tun. Also das ist nicht so, dass wir über Langeweile klagen. Also da ist immer irgendwas, was anfällt, ob das Videogeschichten sind, die wir uns anschauen, ob das Training vorbereiten, das Training nachbereiten. Wir sind ja jetzt auch kurz vor dem ersten Punktspiel und da fällt genügend an. Und das ist auch gut so. Ja, und nebenbei wird man braun, ne? Sie sehen gut aus. Wenn ich ja, das sagen gut, darf. Das ist aber nur das Gesicht. Sie können mich ja nicht weiter unten sehen, weil ich was anhabe. Stand heute ein schönes Ding in der Zeitung irgendwo, dass diese Leute, die Tour de France fahren, die sehen ja auch alle so aus. Die haben ja auch nur braune Arme und wenn du denen das Hemd ausziehst, da ist ja nichts mehr, ne? Das ist richtig. Alles weiß. Ist bei euch auch so. Dass wir noch einen Trainingsanzug anziehen können oder beziehungsweise. Ist bei euch auch so. Gab es denn irgendwie so mal Urlaub jetzt so für den Fußballtrainer? Ja, aber Urlaub gab es schon. Ja? Seid ihr ich weg? War auch im Urlaub. Ja? Wohin? Ja, das sage ich immer selten. Echt? Darf man nicht? Ja, nicht immer für mich. Also mehr, ich sag mal, mehr Süden oder mehr Norden? Ja, mehr Süden. Mehr Berge Süden. Oder mehr Wasser? Nee, mehr Wasser. Mehr Wasser. Wasser. Aber okay. Nicht nur am Strand liegen. Sondern aktiv? Der andere Teil des Körpers noch braun, das wollte ich dann vermeiden. Das stimmt. Aber da war auch sehr viel Arbeit, da ist auch schon sehr viel telefoniert worden mit Arminia wegen Spielern und. Kann man so richtig abschalten, kann man auch nicht, ne? Doch, das muss man lernen, dass man, wenn man ins Bett geht zumindest, dass du dann musst doch irgendwann mal abschaltest. Aber wir haben genügend zu tun. Handy aus oder irgendwie sowas, ne? Handy aus, muss man doch mal irgendwann machen, ja, ne? Ja, abends ist das aus. Sonst das wird man ja irre, ne? Sonst wird man irre, aber das geht ja jedem so. Ja, ja, Angela Merkel geht das auch so. Der soll das angeblich auch so. Die ist im Urlaub und dann muss sie wieder irgendwas erklären, dass sie wieder irgendwas gut oder schlecht findet oder... Die Angie wird das schon schaukeln, ne? Das glaube ich schon. Ja, die ist ja auch sehr beliebt. Ne? Stand heute auch im Stern, habe ich gerade gelesen, im Stern. Angie, alle wollen Angie. Ne? Und in Bielefeld sind ja alle froh, dass Norbert Meyer hier geblieben ist. Finde ich gut. Ja, Angie war ja nicht verfügbar, deswegen hat man sich auch nicht beschränkt. Wir sprechen heute etwas über Fußball. Wir sprechen viel über Musik, weil es ist ja eine Oldie-Sendung, die Hit-Story. Ihr, liebe Hörer, seid heute mal so ein bisschen außen vor, weil ihr dürft alle zuhören. Aber wir machen heute nicht mit Anrufen, weil Norbert Meyer nämlich so viele gute Ideen hat für Musik, dass wir wahrscheinlich heute um 12 hier noch stehen könnten. Candida von Dorn war auch jetzt eine Norbert-Meyer-Idee. Hat aber keine besondere, einfach ein nettes Lied, oder? Ja, das ist ein nettes Lied gewesen aus einer ganz anderen Zeit. Und man mit Musik verbindet man immer sehr viel. 1970? Ja. Was war denn da? War da was? Ja, rechnen Sie mal. Da war ich dann... 58? Ja, 12 Jahre. 12. So, vor Pubertär. Nee, gab es ja damals noch nicht. Ne? Nee, ne? War das schon? Da war ich also gerade... Da musste erstmal die Schule... Da hatte ich gerade die Schule gewechselt. Ja, wir meinen. So, und damals gab es noch den Deutschlandfunk. Ja. Montags Schlagerderby. Ja. Nicht Stereo, sondern Mono und dann mit Antenne im Bett gelegt. Die Eltern durften nicht mitkriegen, dass du noch um 9 Uhr da am Fackeln warst. Und dann hast du das dann leise da gehört. Ganz anders. Ne? Wenn du früher ein Tonband hattest, dann warst du ganz weit vorne. Unbedingt. Wir hatten Weltempfänger und das war's. Da reden wir leider nur drüber. Wir machen so ein Ding, das kommt ungefähr aus demselben Jahr. Candida, das war 70 und wir hier Zyger & Evans. Ist auch ein schönes Ding, fast aus demselben Jahr, 1969. 2 Stunden sind wir hier zusammen. Norbert Meyer ist hier, seines Zeichens Trainer von Arminia Bielefeld. Wer das nicht weiß, jetzt wisst ihr das alle. Und wir machen schöne Musik und erzählen ein paar Geschichten aus dem Leben. In the year 25. Norbert Meyer, heute Abend zu Gast in der Hitstory über Radio Bielefeld.
Das finde ich richtig gut. Der Mann, der sprudelt vor Musik. Wie kommt das? Ja, Musik ist immer eine Geschichte, die mich beschäftigt hat. Und jede Zeit hat seine Musik. Und viele Dinge nimmt man mit. Und das gibt so Zeiten, wo ich eigentlich fast alles kannte, was so gerade auf dem Markt war. Heute wird das etwas schwieriger, weil es auch viele, ja, Artisten, hätte ich schon fast gesagt, gibt, die nur einen Titel mal rausbringen irgendwann und dann hört und sieht man sie nicht mehr. Man hat auch nicht mehr so die Zeit, aber es gibt schon gerade aus der damaligen Zeit viele schöne Titel und viele Dinge, die man einfach auch in Verbindung noch mit anderen Dingen bringt. Ist das so der Hauptgrund, dass man das so Musik damals, Musik heute, dass man sagt, ja, heute, das ist so, die machen dann, aber das ist Lebensgefühl? Ja, so, ich will sag mal, das nicht einklassifizieren. Also jede Zeit hat seine Musik, genau wie jede Fußball-Epoche seine Spieler rausgebracht hat. Und jeder hat da seine Zeit gehabt. Also das ist was. Ich höre auch gerne Musik von heute. Auch da kann ich richtig gut bei abgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das muss man eben auch so nehmen, wie es ist. Die Musik hat sich da auch wieder verändert. Und das wird immer so sein. Aber es gibt ja immer mal so ein Reloaded, wo auch viele Jüngere gerne mal so Hits aus den 80ern hören. Das ist immer so Etappen. Dann auf einmal werden die wieder modern, auf einmal hört man die wieder gerne auf Partys und so weiter. Ist doch eine schöne Geschichte. Unbedingt. Norbert Meyer, geboren bei Hamburg 1958 in Rheinbeck. Rheinbeck, korrekt. Und mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen? Nee, völlig falsch. Steht da? Nee, ach, hat wieder eine was Falsches gesagt. Ja. Mit 4 Jahren. Mit 4? Mit 4 Jahren Hammer. Angefangen. Und ich hatte noch nicht den Vorzug, dass es damals schon Bambinis oder sonst was gab, sondern ich musste mit den 12-Jährigen spielen. Da gab es nämlich nur die Knaben, was heute D-Jugend ist. So, ich dann mit 4 Jahren, ich wollte gerade sagen, schon 1,80 Meter groß, aber da bin ich ja heute noch nicht, musste dann das erste Spiel bestreiten mit meiner Mannschaft und von den Regularien kannte ich mich auch noch gar nicht aus. Mhm. Wir schossen ein Tor und ich blieb immer noch in der gegnerischen Hälfte stehen, aber das hat sich ganz schnell gebessert, weil im zweiten Spiel war ich dann schon erfolgreich. Mit 4 Jahren? Ja, mit 4 Jahren. Die 12-Jährigen da schon vernatzt? Oder? Ja, weil es nichts anderes gab. Ne? Das war Knaben, Schüler, Jugend, A-Jugend. Ja. Da gab es nicht Bambinis, E-Jugend, F-Jugend, sondern ich musste dann mit den Älteren schon spielen. Ich habe auch immer mit Älteren gespielt. Wie war das? Haben die Älteren gesagt, Norbert, komm, du gehst jetzt Fußball spielen? Oder hat Norbert gesagt, Mama, kann ich da... Norbert wollte Fußball spielen. Ja? Ne? Das hat sich ergeben, hat mit Vater viel trainiert, Vater hat viel mit mir geübt und ich wollte das. Und natürlich ist das, heute kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas gab. Oder überlegen Sie sich das mal, da sind 12-Jährige heute und da kommt ein 4-Jähriger. Kann unter den Beinen durchlaufen. Dann sagen die doch auch, was willst du hier? Ja, ja. Ne? So, aber... Na gut, war natürlich was anders. War ja auch wahrscheinlich nicht der Riesenverein irgendwie Rheinbeck, ne? Wahrscheinlich waren da gar nicht so wahnsinnig viele. Machen Sie bitte den Verein jetzt nicht kleiner, als er war. Na, ich frage ja nur. Das war ein sehr, sehr gut geführter Verein und da waren auch viele Talente auch. Die haben auch Spieler nach St. Pauli nachher transferiert, auch für die zweithöchste deutsche Spielklasse und so weiter. Also es war schon zu damaligen Zeiten ein sehr guter Verein. Das ist ja, ging ja immer so ein bisschen um Hamburg rum, so die ersten Jahre. Ne? Rheinbeck, so wenn ich das so lese, Lohbrügge ist ja auch in der Gegend, Bergedorf, St. Pauli, so früh mit 1975, St. Ja, Pauli. Ja, aber da war ich ja schon älterer Jahre. Ja, war schon älter. Und habe noch ein Jahr A-Jugend auch noch da gespielt. Ja, 2 Jahre St. Pauli und dann wieder zu Bergedorf. Nee, das ist falsch. Dann steht hier auf. Wir müssen mal bei Wikipedia, ne? Da kann man ja selber was hinschreiben. Ne, da muss man dann immer sagen, wo man das her hat. Ja, das können wir dann machen. Vielleicht wäre es mal gut, wenn ich das mal überfliege und da mal ein paar Korrekturen. Ja, das meine ich. Ne, ich bin eigentlich zurück nach Lohbrügge. Das war so einer der führenden Vereine neben St. Pauli, HSV, Concordia, Hamburg im Jugendbereich. Bin aber dann als älterer A-Jugendlicher schon wieder zurück und habe dort in der Senioren-Landesliga-Mannschaft gespielt. War eine wichtige Erfahrung für mich, als Jugendlicher noch in der Seniorenmannschaft zu spielen. Da haben sie mich erstmal vorwärts, rückwärts getreten. Aber man lernt dann, sich durchzusetzen. Und wenn du dann nachher die Leistung auch bringst für diese Mannschaft, bist du auch anerkannt. Auch bei den 30-Jährigen, die da auch mitgespielt haben. Das waren wichtige Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte. Reift denn da schon so ein Berufswunsch?
dass man sagt, ich will mal Fußballprofi werden, so, wenn man so jung ist noch? Ja, der ist bei mir schon früh gereift. Ja? Also ist ich habe eigentlich nur Fußball im Kopf gehabt. Mhm. Aber da kommen ja immer nur so ganz paar auch durch. Ne? Da muss man dann ja, da muss, ja, das muss einem ja auch klar sein. Also man, es ist ja nicht alle, die jetzt da mal angefangen glauben, haben. Glauben Sie, dass die Jungs da heute dran denken sofort, ob sie nun genau die sind, die nicht durchkommen, sondern jeder ist doch davon überzeugt, dass er es schaffen kann. Und trotzdem ist die Zeit ja heute so, dass du dir einfach auch nicht blind nur Gedanken ums Fußballspielen machen muss, da gebe ich Ihnen recht, nicht jeder wird durchkommen und du musst da zweigleisig fahren, dass du deine Schule machst, das habe ich im Übrigen auch gemacht. Ja. Das ist nicht so, dass ich jetzt nur Fußball gespielt habe, aber bei mir war es eben noch so, dass wenn um die sechste oder siebte Stunde aus war, dann habe ich schon wieder auf dem Bolzplatz gestanden um 14:30 und mein Französischlehrer, der wohnte in einem Hochhaus im 15. Stock, der konnte mich natürlich ständig unter Kontrolle haben, weil er dann aus dem Fenster schaute und dann am nächsten Tag wurde ich wieder geprüft im Französischen. Norbert hat wieder nicht gelernt, hat wieder nur Fußball gespielt. Doch, Norbert hat auch schon gelernt, aber Norbert hat auch schwere Zeiten. Obertertia damals mit Pauken und Trompeten abgegangen, ne? Also nicht abgegangen von der Schule, aber das war das Jahr, ich dann Lehrgeld bezahlen musste, wo ich dann aber auch gesagt habe, komm, du setzt dich jetzt richtig auf den Hosenboden und dann ging es weiter. Gibt es ja andere prominente Menschen, die auch mal sitzen geblieben sind, das ist ja kein Drama. Wir sind so mitten auch in der Norbert Meyer Musik hier, also die ersten drei Titel war alles Norbert Meyer, Baker Street, Gary Rafferty, irgendwas Besonderes? Ja, ausgesucht. Mann, absoluter Top-Hit aus der Zeit, in der er lief damals und wird auch heute noch bisweilen gespielt und gehört auch in eine super Oldie-Sendung wie die Ihre, die ja sehr, sehr beliebt ist, absolut dazu. Macht er gut. Muss ich jetzt sagen. Ja, das macht er gut. Das ist, wenn man Trainer ist, dann muss man immer motivieren. Ne? Ja, man muss immer motivieren. Ich hab nicht nur Norbert Meyer gegoogelt, ich habe auch Baker Street gegoogelt und dabei habe ich festgestellt, da hat Sherlock Holmes gewohnt in der Baker Street. 221b. Und heute ist in dem Haus 221b ein Museum. Also, wenn ihr mal nach London kommt, ne, dann fahrt ihr und dann wisst nach ihr. Der und, Baker dann, und dann denkt ihr an Norbert Meyer. Ist das geil? Das ist geil. Ist gut. Was für ein Ding? Another Brick in the Wall. Können wir auch nehmen. Norbert Meyer, Sprudel, sitzt hier schön gemütlich, ne? Hat ein Fläschchen Wasser da. Muss ein neues her, schon alle, oder was? Ja, ja, wenn ich noch weiter sprudel, dann braucht er. Obwohl er wollte ein Wasser ohne Sprudel, also was denn nun? Ne? Also ohne Sprudel und dann sprudelt der Mann. Also ich, hier Easy Living war ja auch gut. Ich habe ja eine Liste bekommen von Ihnen, da standen ja nur, da habe ich gedacht, Mensch, der Mann, der hört nur Balladen. Wobei das ja nicht schlimm ist. Also nur, es fiel mir nur auf, so Baker Street stand da drauf und noch so ein paar andere schöne Sachen, die wir nachher noch spielen. Aber der Mann, der kann ja auch anders. Easy Living ist ja nun keine Ballade, ne? Ja, nicht wirklich. Überhaupt nicht. Wie lang waren denn die Haare in den 70ern? Also das hier, da braucht man ja schon lange Haare, 72, you are a heap. Die waren schon gut dabei. Ja, schulterlang. Schulterlang. Wir waren eben in der Schule stehen geblieben. Wie war denn das in der Schule? Was ist denn dabei rausgekommen hinterher? Ist da irgendwie ein Abschluss bei rumgekommen? Ja, Fachabitur habe ich auch gemacht. Ich habe auch noch eine Lehre gemacht. Als? Ja, ich habe Kaufmann gelernt, Speditionskaufmann in der Seehafenspedition. Aber das war eigentlich nur auch als Sicherheit, was zu machen. Ne, irgendwo musste ja was gelernt haben auch. Ne, ich wollte ja nicht jetzt nur Fachabitur machen, wollte auch was machen, aber ich habe eben den Fußball auch immer weitergemacht. Ne. Ja, wir haben ja eben gesagt, also man kann natürlich schon Fußball wollen, aber irgendwo muss einem natürlich auch klar sein, könnte natürlich auch. Ja, gut, aber oder man braucht ja auch was. Muss dranbleiben. Ne. Ich habe also damals wirklich auch viel investiert. Fünfmal die Woche trainiert, zusätzlich, weil wir den gleichen Trainer in Bergedorf auch hatten für die A-Jugend, dann habe ich da noch mit trainiert. Also wie gesagt, du musst schon investieren, da auch Zeit und auch Einstellung, wenn du wirklich mal weiterkommen willst, weil Talente gibt's genug. Aber Talent alleine reicht nicht, sondern du brauchst auch den Willen und da musst du auch Hürden beiseite räumen, um da klarzukommen. Und wichtig eben auch einen Plan zu haben für was denn ist, wenn man mal irgendwann nicht mehr Fußball spielt, weil so sagt man ja so allgemein, so ein Fußballer ist dann ja irgendwann mit 35, hört er dann ja irgendwann auch mal auf Fußball zu spielen und dann muss er ja, ne, schlauerweise, und wenn er dann
Seekaufmann, wie heißt das? Nee, Speditionskaufmann. Ja, gut, so. Das geht aber allen so. Da hätte ich auch gar nicht wieder reingekommen. Egal. Da war ich viel zu lange raus. War gut, okay. Ja. Aber es ist sicherlich so, dass nicht jeder, der Fußball spielt, auch nahtlos im Fußball weiter in seinem Job bleiben kann. Ne, das sollten sich viele Jungs auch sagen. Das ist zweifellos richtig. Wie war das in der Schule? Was war so das Lieblingsfach von Norbert Neuer? Es gab keins, das war überall schlecht. Nein. es gab schon die sprachlichen Geschichten, die lagen mir besser als die naturwissenschaftlichen Dinge. Das war schon manchmal richtig Kampf. Mhm. Gut, Ausbildung haben wir geklärt. Wie war das denn so in der Zeit mit Mädchen? Mädchen? Ja. Die gibt's auch. Ja. Aber war eine andere Zeit. Ja, wenn du dich heute irgendwo verabredest, dann geht das über WhatsApp. Wahrscheinlich sitzen die beiden noch nebeneinander und verabreden sich über WhatsApp. Bei uns war noch die Geschichte, dann wurden bei irgendwelchen Mädels oder Jungs zu Hause Partys gefeiert. Ja, dann links die Mädels, rechts die Jungs und das ging dann ganz vorsichtig los. War Norbert Meyer jemals in der Tanzstunde? Ja, habe ich auch noch gemacht. Ja? Ja, aber das war gut. Die erste Geschichte, jetzt der Anfängerkurs, wobei ich sagen muss, von der Beweglichkeit ging es, aber ich war jetzt nicht das ganz große Talent. Dann ging es weiter im fortgeschrittenen Kurs. Da habe ich dann auch noch mich noch mal reingequält. Habe diesen fortgeschrittenen Kurs aber leider erst ja so besuchen können, dass die erste Stunde, und das ist eigentlich die entscheidende Stunde, weil da wird die Tanzpartnerin ausgewählt. Und ich kam von der Arbeit und war zu spät dran und habe dann nicht mehr die Tanzpartnerin bekommen, die ich dann gerne gehabt hätte. Und ja, dann gibt's Gott sei Dank dann noch die Möglichkeit zu sagen, na, dann höre ich halt auf. Aber ich war auch nicht undankbar, dass ich dann aufhören konnte, weil ich wäre sicherlich nicht bei den lateinamerikanischen Tänzen dann irgendwo großartig aufgetaucht, später noch im Formationstanzen oder sonst was. Ich bin froh, wenn ich den Kadaver bewegen kann einigermaßen, dann ist das in Ordnung. So soll das sein. Wie war das denn jetzt denn nun mit der ersten Schallplatte? Die muss da ja, das ist ja groß angekündigt worden in allen Medien dieser Stadt, steht überall. Norbert Meyer erzählt die Geschichte seiner ersten Schallplatte. Ja, da hat man mich dann zu gedrängelt, die erste Schallplatte. Also die erste Schallplatte war... Gibt's das? Gibt's so eine? Gibt's so ein Ding, wo man... Ja, es gab damals einen Hit, das war die erste Schallplatte. Das war Crazy Horses von den Osmonds. Boah, das war die erste Schallplatte. Die war aber zeitgleich mit der... Das kann sich nur um Sekunden gehandelt haben, weil ich habe gleich zwei Singles gekauft. Boah. Und das war von Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Von eigenem Geld? Gab's sie zu Weihnachten? Oder Geld. Sowas gab es dann zu Weihnachten oder ich habe gearbeitet. Ich habe mir vieles selbst verdient, auch in meiner Jugendzeit. Ob es eine Mofa war oder sonst irgendwas, Zeitung ausgetragen. Ja, das hätte ich jetzt gefragt. Wie verdient man Geld dann? Zeitung austragen zum Beispiel, oder? Zum Beispiel Zeitung austragen oder Prospekte austragen. Ne, also ja. Da gibt es genügend Dinge, die man machen kann, liebe Kinder, um zumindest Kleingeld zu bekommen. Nicht? Hört euch das mal an. Nicht, oder ging es nicht um ganz große Summen? So wird das gemacht. Hattet ihr ein Elternhaus, wo dann der Vater vielleicht oder die Mutter hätte auch sagen können, komm, hier hast du, kauf dir mal die Platte, oder wart ihr mehr so? Die haben schon alles für mich getan, das muss man wirklich sagen. Alles, was möglich war. Aber es war jetzt nicht so, dass wir nahtlos von einer Geschichte in die nächste gingen, was das Kaufen anging, sondern das musste auch gut überlegt sein. Und das ist auch gut so, dass man diese Dinge lernt, früh lernt, dass man auch selbst was tun kann, wenn man sich Ziele setzt, wenn man sich irgendwas anschaffen will. Mofa war natürlich Highlight damals, Hercules M2 war ein super Teil. Ist man richtig stolz gewesen. Vorher war es, habe ich gerade noch mit unserem mit meinem Trainerkollegen Eftimus Kompodietas gesprochen. Da gab es das Bonanza-Fahrrad, die haben gerade auf dem Markt. Ne? Diesen Schnürnamen. Beide, ganz mit diesem langen Sattel, das haben wir beide dann gefahren, er auch. Ja. Ne? Und wir haben nicht irgendwo zusammen gewohnt, aber er hat es auch gehabt. Geile Sache. So und so hast du immer mal wieder aus der Zeit Dinge, die du dir mal erzählen kannst, außerhalb des Fußballs. Ja, so soll es sein. Heute bis 21 Uhr sind wir hier zusammen und erzählen auch ein paar Geschichten außerhalb des Fußballs. Ja,
Ja, danach drehte sich die Welt ein bisschen anders, als dann Led Zeppelin Whole Lotta Love rausgebracht haben. Norbert Meyer ist heute Abend zu Besuch in der Hitstory bei Radio Bielefeld. Deswegen, ihr liebe Hörer, habt heute mal ein bisschen Pause. Nicht anrufen für Musikwünsche, ne, weil Norbert Meyer hat so viele Ideen. Und das war also seine erste und seine zweite Platte, Crazy Horses von The Ottomans und Led Zeppelin. Whole Lotta Love. Wir waren so ein bisschen stehen geblieben bei diesen Stationen auch in der Fußballerkarriere. Mit 4 Jahren angefangen Fußball zu spielen, für die, die sich später eingeschaltet haben. Ne, da musste er gegen 12-Jährige antreten, schon nicht schlecht. Und dann war irgendwann, ist er in Bergedorf gelandet, das ist auch Vorort Hamburg. Und von Bergedorf ging es dann zu Werder. Da muss ja dann also in Bergedorf irgendeiner gewesen sein, der geguckt hat und gesagt hat, wie heißt der, Meyer heißt der, das ist ein guter. Wie kommt man ja, aus so einem relativ, ich sag jetzt mal, das kann ja nicht so ein Riesenverein gewesen sein. Ne? Mal zum Probetraining beim HSV. Ja, wie kommt man da, wer macht das? Ja gut, das wird ja auch gesichtet, da wird gescoutet, nicht so intensiv wie heute, aber da wissen die Vereine auch Bescheid. Ich habe dann mal beim HSV ein Probetraining gemacht, da konnte man sich dann aber nicht so recht entscheiden, ob nicht. Dann bin ich nach Bremen gefahren und habe da trainiert. Hätte dann auch die Möglichkeit in die Regionalliga, war damals noch die zweithöchste Klasse, wieder nach St. Pauli zurückzugehen in den Seniorenbereich. War auch schon auf St. Pauli, um da dann den Vertrag zu unterschreiben. Dann rief meine Mutter aber an und sagte, du, Werder hat sich gemeldet, die wollen dich verpflichten. Und das war natürlich für mich ein Traum, dass ein Club wie Werder, der gerade abgestiegen war aus der ersten Liga in die zweite Bundesliga, dass man mich da verpflichtet hat. Aber natürlich war ich zunächst mal eigentlich als Verbandsligaspieler, der ich war, habe ich auch gedacht, Ersatzreserve 5. Aber das ist natürlich sensationell für mich gelaufen. Ich bin bei 42 Spielen, es war damals eine 22er Liga noch, waren also 42 Spiele, 39 durfte ich machen und habe auch schon, ich glaube, 16 oder 19 Tore gleich erzielt in meinem ersten Jahr in der zweiten Liga. Das geht einfach so schnell dann auch vorbei, das kann man gar nicht raffen. Für mich war es das Größte überhaupt, Fußballprofi zu werden. Das war mein Wunsch, das war mein Traum und vieles hat sich dann gelohnt, was man veranstaltet hat, auch in der Jugend. Das heißt nicht, dass man auf alles verzichtet hat, das sicherlich auch nicht, aber doch viel Zeit, die man aufgewendet hat und auch viel Energie und auch mal Rückschläge, die auch da waren. Und Werder gibt es noch eine schöne Geschichte. Ich weiß das noch, wir spielten in der Verbandsliga Hamburg gegen den SV Lurup. Rudi Assauer, damals seines Zeichens Manager vom SV Werder Bremen, war vor Ort, das wusste ich aber gar nicht. Und wir spielten 1-1, ich machte auch das Tor. Aber nächsten Tag stand in der Bild-Zeitung, wie war die Überschrift noch? Ich hatte einen Gegenspieler, der hieß Rose von Lurup damals. Als Überschrift stand, Rose ließ Meyer welken. Ach du Lieber. So, da habe ich schon gedacht, ach du Schande, das war es dann für dich. Ne? Aber es war es nicht. Der hat mich gut gesehen da und ja, so ist das dann zustande gekommen. Ich habe dann da trainiert, musste damals gegen Karl-Heinz Geils spielen in einem Trainingsspiel. Karl-Heinz Geils ist ja bestens bekannt hier in Bielefeld als ehemaliger Spieler. Und eines war der Kalle, der war unheimlich zweikampfstark und unheimlich schnell. Das war also für mich dann auch sehr schwierig, mit dem zurechtzukommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, hat alles gut funktioniert. Ich bin dann nach Bremen gewechselt. Lange und erfolgreich, muss man ja sagen. Und mit vielen auch heute noch ganz bekannten Leuten. Mit Otto Rehage gespielt, mit Thomas Schaaf gespielt. Ne? Ja, mit da war ja also gespielt, mit Uli Völler, mit Rune Bratzen, mit Bruno Petzer, der leider viel zu früh verstorben ist. Ja. Und auch mit anderen. Also es waren wunderschöne 10 Jahre. Und Meister seid ihr auch geworden in der Zeit. Ja, wir sind auch dreimal Zweiter geworden und sind eigentlich sogar nach dem Aufstieg im ersten Jahr direkt in den UEFA Cup gekommen. Das war natürlich sensationell und in Bremen hat sich da unheimlich viel entwickelt dann in den nächsten Jahren. Ja, das war eine tolle Zeit. Wirklich. Und Trainer Otto Rehage. Ja, Otto ist... Ist das so ein Vorbild, so als die Trainerkarriere für Norbert Meyer losging? Ist das so, wenn man so lange unter... Sagen wir mal anders. Also jeder wird
irgendwann, wenn er dann auch in den Trainerbereich reingeht, seine eigene Identität finden. Aber man nimmt immer was mit von allen Trainern, die man gehabt hat. Ob es Dinge sind, wo man sagt, ja, könnte ich mir auch so vorstellen. Andere Dinge macht man wieder anders. Aber das ist auch völlig normal. Man kann ja nicht irgendwo eine Kopie von jemandem werden, dass das funktioniert nicht. Aber Otto ist schon vom Menschlichen her, auch wenn er mal die Halsschlagader raus hatte und explodieren konnte, aber menschlich, der war in Ordnung. Und du konntest auch mit privaten Dingen zu ihm kommen, wenn mal irgendwas anstand. Aber er wollte auch immer den absoluten Erfolg. Und er hat ja auch seine Trainerlaufbahn erst zum Langzeittrainer gerade mal in Bremen dann auch richtig festigen können. Und zufällig ist das sicherlich nicht eingetreten, dass ein Großteil der Spieler, gerade aus der Generation, mit der ich gespielt habe, alle im Trainerbereich irgendwo aufgeprallt sind, sage ich mal. Ne? Ob es ein Möllmann ist, ob es ein Völler ist, Neubert kurzzeitig, Thomas Schaaf, Thomas Wolter, Dieter Eilert. Sprechen wir gleich weiter. Wir müssen jetzt eine kurze Pause machen, weil nämlich jetzt die Nachrichten kommen. Also noch könnt ihr Bescheid sagen, alle Menschen, die ihr kennt, einladen in der nächsten Stunde auch. Noch hier bei mir in der Sendung Norbert Meyer, Trainer von Arminia Bielefeld. Heute in der Hit-Story von Radio Bielefeld. Nach den Nachrichten sind wir wieder da. Die Radio Bielefeld Hit-Story mit Stefan Schüler und Norbert Meyer. Guten Abend. Die Musik, die wir spielen in dieser Stunde, ist alles Norbert Meyer. Ist richtig gut. Reden gleich weiter. Fantasy, Earth, Wind and Fire. Der Arminia Bielefeld-Trainer ist bei uns zu Gast. Norbert Meyer. Und Fantasy hat er ausgesucht. Das war das erste Konzert. In 1900, schlag mich tot. Ja, muss länger weit her. Zurück. Ja. Nicht mehr genau im Kopf jetzt wann. Aber es war das erste Konzert, was ich live besuchen durfte. Und das begann auch noch nachts um 12. War natürlich super von der Atmosphäre. Die Jungs waren einfach fantastisch. Diese Gruppe ist schon mir richtig ans Herz gewachsen. Unbedingt, ja. Wir hören auch gleich noch weitere schöne Sachen. Wir waren eben so ein bisschen stehen geblieben bei Werder Bremen und dieser langen... Bei Otto waren wir stehen geblieben. Ob das vielleicht so ein bisschen so ein Vorbild ist. Trainerjob im Allgemeinen ist ja irgendwie auch so nicht so Zuckerschlecken, ne? Nein, das ist... Kann man das sagen? Das ist ja, gerade jetzt noch mal zurückzukommen auf Otto. Ja, los. Du hast ja dann auch... Man sieht sich oft mehrmals im Leben. Deswegen alles, was so passiert im Laufe eines Fußballerlebens, ne, man muss immer die Zeiten nehmen. Wie waren sie? Wie ist das alles abgelaufen? Mir hat man dann auch mal ein etwas gestörteres Verhältnis zum Otto angedichtet. Ich sage bewusst angedichtet, weil wir haben nie ein Problem gehabt zusammen. Aber dann kommt es genau zu so einer Situation, dass irgendwann ein Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bundesliga stattfindet zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC. Und auf der einen Seite sitzt Otto Rehagel und auf der anderen Seite sitze ich. Und alle Welt hat jetzt erwartet, wie die beiden wohl miteinander umgehen. Wir haben uns einfach umarmt. Und das war alles. Das heißt, es wird immer viel reinprojiziert, wo eigentlich gar nichts ist. Das ist ja viel, ne? Medien. So, also jetzt mal Weltmeisterschaft irgendwie, wie ist das als Trainer? Man muss irgendwie, kaum ist das Spiel, hat er abgepfiffen, hat man ein Mikrofon unter der Nase. Ne? Ja gut, und das gehört dazu. Man wird ja oft gefragt, haben die das leichter? Oder man selber fragt sich ja auch, haben wir das leichter gehabt? Haben die das leichter heute? Mhm. Aber man muss einfach sagen, die haben es schwerer. Weil sie sind viel gläserner, ne, mit dem ganzen Social Medias, was ja für einige auch wirklich eine Erfüllung sein kann, damit sie überhaupt kommunizieren können, für andere weniger, weil die auch gerne verbal mit anderen Menschen umgehen. Aber das ist für die Spieler heute nicht alles so einfach. Das wird aber auch viel geschult, ne? Da wird doch, also so man denkt so, wenn man so unbeteiligt, also wenn man sagt, nicht unbeteiligt, ist ja Quatsch, wenn man sich so ein Fußballspiel anguckt und sich dann hinterher so die Fragen anhört, von den, so die üblichen Fragen von den Reportern, die Spieler antworten ja relativ ähnlich immer, ne? Ja, gut, das ist geschult, ne? Ja, aber da werden ja teilweise 18-jährige Jungs, sage ich bewusst, losgelassen auf mediale Dinge, wo die eben noch nicht geschult sind. Mhm. Und es kann ja mal über Standardfragen hinausgehen. Ist also Teil auch des Trainings. Also ja, nicht mein Training, das müssten wir eigentlich noch viel, viel besser dann auch schulen, damit diese Spieler auch wirklich
gewappnet sind für diesen medialen Umgang. Mertesacker war doch cool. Ich fand das gut. Ja, aber das sind ja auch Dinge, die kommen. Erstmal ist er erfahren genug. Ja. Zweitens hat er erfahren, sowohl als Fußballer als auch menschlich. Und das hat, da hat sein Herz gesprochen. Ne, da hat ja sein Herz gesprochen, richtig. Und ich fand das auch gut, ja, richtig die Tusche zurückzugeben. Ja. Ich mag sowas, wenn man da nicht nur irgendwelche belanglosen Sätze von sich gibt, sondern wirklich auch mal. Und das war in dem Moment das, was er gefühlt hat. Auch da gab es genügend, die gesagt haben, musste das sein. Ich sage, ich hätte Beifall klatschen können. Ja, Emotion muss raus. Ja, ja, absolut. Ja. Norbert Meyer hat auch mal in der Nationalmannschaft gespielt, ne? Ja, da habe ich mich auch mal versucht, das stimmt. Ja, wenn man das mal schafft, dann ist man nicht ein Vollpfosten gewesen. Kann nicht sein. Da kann man immer mal später drüber erzählen. Muss man ab und zu auch was geleistet haben. Na, sehen Sie, da meine ich auch. Da muss man was geleistet haben. So, deswegen, man muss immer, wenn man zurückblickt, mit Demut, aber auch mit Stolz und sich einfach immer sagen, Mensch, es wird immer Menschen geben, in allen Schattierungen, die erfolgreicher waren als man selbst. Aber das gehört dazu. Deswegen braucht man aber sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Deswegen muss man nicht abdrehen oder durchdrehen, sondern einfach mit der nötigen Coolness die Sachen betrachten. Nicht großartig noch philosophieren, was hättest du noch und was hättest du nicht. Und jeder hat seine Zeit. Und alles ist gut, wie es kommt. Es gibt positive Dinge, die man im Leben erlebt. Es gibt negative Dinge. Aber das geht auch allen anderen Menschen so, ob sie im Fußball tätig sind oder morgens ins Büro gehen oder Kinder großziehen müssen oder sonst irgendwas. Überall wirst du Erfolgserlebnisse und Misserfolgserlebnisse haben. Und wichtig ist immer nur, dass wenn du mal an der Erde liegst, dann darfst du nicht liegen bleiben. Dann musst du wieder aufstehen und frohen Mutes einfach an die nächsten Geschichten rangehen. Und ich denke immer, das ist das Wichtige, was im Leben auch zählt. Und beschäftige dich nicht so sehr mit der Vergangenheit, sondern mit der Gegenwart. Und jetzt müssen wir eigentlich Musik haben, weil ich fange schon wieder an zu philosophieren und das will ich gar nicht. Ich finde das gut. Barry Ryan, The Color of My Love. Wir haben eben überlegt, Barry, er sagt so, Barry Ryan, habe ich ihm so vorgespielt, was wir so haben, so Eloise und so. Und dann waren wir hier bei dem Color of My Love. Schönes Ding. Das machen wir jetzt. Der übernimmt so langsam die Regie hier, merkt ihr das? Ist okay. Lass ich mich drauf ein. Heute Abend zu Gast in der Hitstory, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballfans, der Sportler, der Bremer Sportler des Jahres 1983. Auch nicht schlecht. Ich bin in Bremen geboren übrigens. Wollte ich nur mal anmerken. Schöne Stadt, oder? Ne? Ist cool. Wo haben Sie da gewohnt? Ich habe eigentlich beim TÜV gewohnt. Aha. Nicht, weil ich da irgendwo ein Zimmer hatte beim TÜV, sondern da in der Nähe, bei den drei Fehlen. Nebenbei gearbeitet beim TÜV? Nee, habe ich nicht mehr gemacht. Bei den drei Fehlen. Dann habe ich gewohnt in Achim. Oh. Das kennen Sie auch? Ja, klar. So, und dann habe ich zuletzt in Delmenhorst gewohnt. Kenne ich auch. Das waren meine... Gibt es ein schönes Lied von Element of Crime? Ja, stimmt. Hm. Ganz genau. Delmenhorst. Hm? Ja. Bei Getränke Hoffmann. Sportler des Jahres war ich auch. Ja, steht hier. Oh. Das stimmt. Stimmt, ne? Genau, da war noch, da gab es noch ein bisschen Probleme, weil da wollte ich eigentlich den Ehrentanz zusammen mit der Sportlerin des Jahres machen. Wer war das? Machen. Also ein ganz junges Mädel, Rollkunstläuferin, sehr gut vorbereitet, auch auf diesen Ehrentanz. Aber Norbert Meyer nicht. Und Norbert Meyer nicht. Da waren die ganzen Tanzschuhkenntnisse waren leider verflogen und war ein schönes Gekrabbel. Ja gut, aber das sind eben die Dinge, ne? Ne? Und da gibt es ja noch so eine witzige Geschichte irgendwie von Heimspiel Meier oder was ist das denn für eine Nummer gewesen? Ja gut, das Heimspiel halt heute nennt sich das Rotation. Also sagen wir mal, ich war schon immer ein Spieler, der schon über den Tellerrand rausgeguckt hat. Ich war 8 Jahre Stammspieler, also habe immer gespielt in Bremen. Und Otto kam dann mal irgendwann auf die Idee, auswärts Manni Burgsmüller und mich mal rauszulassen und mal andere Spieler. Der hat uns dann noch oft gebracht, fast in jedem Spiel noch gebracht. Sag mal, das hat mich auch, glaube ich, so ein bisschen 86 die WM gekostet, ne? Weil ich da eben nicht immer hab spielen dürfen. Nicht 88 war ja auch. Praxis so, fehlte so ein bisschen, ne? Ja, die Praxis hat nie gefehlt. Spielpraxis, oder? Ich habe da schon Jahre gehabt, wo ich wirklich, ja,
auf dem Zenit war. Aber Otto hat das so durchgezogen, das war eben seine Art. Aber das zeichnet eben auch einen Spieler aus, wenn er nicht moppert, sondern wenn er das so nimmt, dass er sich sagt, hey, du musst dann in den Spielen, wo du spielst, musst du dem Alten das Leben so schwer machen, dass der nachts wach liegt und einfach schaut, wie verkaufe ich denen das da draußen, dass ich ihn nächste Woche nicht spielen lasse. Ne, das war dann mein Ding. Natürlich habe ich auch das Messer in der Tasche gehabt, jetzt gedanklich. Aber es sind eben so Dinge, da muss... Deswegen kann ich auch viel berichten heute, nicht hier in Ihrer Sendung, sondern aber wenn ich mit jungen Spielern spreche, die mal womöglich nicht im Kader sind oder die mal nicht von Anfang an spielen, weil es gibt schon viele Situationen, die ich auch selbst erlebt habe und man muss lernen, eben auch mit diesen Situationen umzugehen, ohne dass man gleich alles fallen lässt oder aufgibt. Deswegen sind wir ja vielleicht denn dann auch Weltmeister geworden, wegen Rotation und wegen dann eben Leute, die dann auch mal auf der Bank sitzen und dann reinkommen. Was ich immer so ein bisschen komisch fand, ich habe ja nur auch viele Spiele gesehen, da wurde immer von Joker-Toren gesprochen und von Mannschaft. Und da habe ich immer gedacht, das ist doch gar kein Joker-Tor, weil der wird einfach nur eingewechselt und wenn er dann ein Tor macht, ist er fein. Ja, das ist eine, schön. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Aber ich glaube, dass dieser Teamgeist eine ganz wichtige Voraussetzung gewesen ist. Das hat man gesehen, wie die Spieler das, auch die, die draußen gesessen haben, das mitgelebt haben. Wir waren bei Mertesacker auch nach seiner Nicht-Nominierung ab einem gewissen Zeitpunkt, hat der Junge sich gefreut, genauso als wenn er selbst auf dem Platz gewesen wäre. Und das war keine gespielte Freude, sondern das war einfach ja dieses Gemeinschaftsgefühl, was sich auch ausgedrückt hat nachher in den Jubelszenen, die man hat sehen können. Und deswegen ist es auch so, du kannst noch so eine gute Mannschaft von den Einzelspielern haben, wenn das kein Team ist, wenn das keine Mannschaft ist, dann wird es sicherlich schwerer, erfolgreich zu sein. Sie haben ja dann auch Ihren Stil Anfang des Jahres hier nach Bielefeld gebracht und sind dann ja hier geblieben, trotz Abstieg. War das auch ein Grund, weil Sie gesagt haben, naja, ich habe ja jetzt schon viel an dem Team gemacht und das geht ja schon so alles in meine Richtung, wenn ich jetzt nach Hause gehe, ist ja irgendwie auch blöd. Da bleibe ich doch lieber. Ja, zwar eine Runde. Wenn man diesen Moment miterlebt hat, Darmstadt war ja schon, das war brutal. Das war wirklich brutal, was da passiert ist, weil wir haben uns nochmal gestrafft, wie man so schön sagt. Ich glaube, deswegen ist auch die Stimmung positiv insgesamt geblieben, weil die Mannschaft hier nicht mit Pauken und Trompeten abgestiegen ist, sondern die Mannschaft hat sich gewehrt bis zum Schluss. Wir haben Spiele in Bochum, wir haben auf einmal auch angefangen, Tore zu schießen. Das war zu Beginn meiner Tätigkeit etwas problematisch. Wir hatten eine gute Ordnung irgendwann, wir waren diszipliniert, aber wir haben zu wenig Chancen genutzt und mit Bochum fing das eigentlich an. Dann hast du eben diese drei Spiele in einer Woche gehabt. Dresden war natürlich nicht nur physisch, sondern auch psychisch eine richtige Belastung für die Spieler. Du hast Darmstadt gehabt und leider in dem letzten Spiel hier gegen Darmstadt, Müller fiel uns nach 6 Minuten aus, war ein ganz wichtiger Spieler in der Phase der letzten Wochen. Mit Klos fiel dann ab 60. Minute jemand aus und auch Sahar. Und das waren drei, die ganz wichtig waren, gerade für unser Offensivspiel, für die mannschaftliche Geschlossenheit. Und dann gab es eine Dramaturgie, die sucht seinesgleichen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die haben gesagt, bei aller Traurigkeit, die sicherlich bei euch jetzt da ist, also wir fanden das spannender als ein Champions League Endspiel. Was da an Dramatik, an Dingen passiert ist in so einem Spiel. Aber auch da geht es wieder darum. Wenn du an der Erde liegst, musst du wieder aufstehen. Du kannst natürlich liegen bleiben. Und wir können auch alle noch 6 Wochen immer noch darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist. Aber das hilft keinem mehr. Ist das so ein bisschen so die Norbert Meyer-Weisheit dann auch da zu dem Zeitpunkt auch gewesen? Abstieg? Natürlich ja, ist das nicht toll. Abstieg ist immer schlecht. Was hier für eine Stimmung war. Ne? Aber Sie hätten ja auch sagen können, na, jetzt ist Abstieg und da gehe ich lieber woanders hin. Ich weiß zwar noch nicht genau wo, aber ist egal. Also, das haben Sie ja nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht, weil wir einfach gesehen haben, dass was wachsen kann. Es kann was wachsen, natürlich hätten alle lieben gern die Klasse gehalten, das ist doch logisch. Ne? Und dann kommt so ein Spiel, das ist eigentlich, Tor und Tür sind geöffnet und genau da bleibst du dann in der Tür stehen oder machst sie selbst wieder zu. Das ist dann wirklich etwas, aber da muss man wieder anpacken. Da muss man anpacken, ich habe in Düsseldorf ähnliche Zeiten erlebt, wo wir wirklich auch mit wenig gestartet sind, dann aber durchgestartet sind und man muss nicht irgendwo davonlaufen. Dann muss man auch Dinge machen. Entweder ist man überzeugt von einer Sache
Und wenn man das ist, dann ist es auch schön, in einer Drittligamannschaft oder für eine Drittligamannschaft da zu sein, weil die Jungs sind sauber, die Jungs sind in Ordnung und die Jungs wollen Erfolg haben. Und wir haben gute Fans, wir haben viele Fans. Das hat sich gezeigt, wie diese Mannschaft auch unterstützt worden ist. Und wenn du hier durch die Stadt gehst, dann wirst du nicht nur von der Seite angeblickt, sondern da sind auch viele, die sagen, Mensch, wir packen das alle an und weiter geht's. Und das ist doch etwas, was auch menschlich einen vorantreibt. Beach Boys machen wir jetzt. Wouldn't it be nice? Auch schönes Ding. Norbert Meyer macht die Musik heute Abend hier in der Hitstory von Radio Bielefeld. Ich meine, er ist ja hauptberuflich, ist ja Norbert Meyer Fußballtrainer, aber der hätte auch irgendwie so Radio, Musikmann, irgendwie, ist unglaublich. Ja, gut. Ja. Wer hätte das nicht? Naja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe das nicht richtig rauskriegen können. Nee. Sie können ja auch, wir waren eben so bei Mertesacker zum Beispiel. Nee. Sie können ja aber auch als Trainer, Sie können ja auch so zynische, sarkastische Nummern können Sie ja auch raushauen. Ne? Wenn irgendwie Sie, in Düsseldorf war mal irgendwie eine Geschichte, da sind Sie interviewt worden, da haben Sie auch so ähnlich so ein bisschen so reagiert. Wissen Sie, was ich meine? Ja, welche gut. Story das weiß war? Ich, das ist bei mir auch mal drin. Ich freue mich immer, wenn ich interessante Fragen gestellt bekomme. Ja. Da werde ich gefordert. Das ist jetzt nicht über jeden. Oder haben Sie zurückgefragt oder irgendwie so? Ja, neben, so eine Nummer. Es gab einige Nummern. Zurückfragen ist gar nicht immer der beste Weg. Wenn mal eine Zurückfragerei stattfindet, ist das, um Zeit zu gewinnen. Aber da gibt es auch andere Mittel und Wege. Aber gut, ich bin halt so, dass ich sage, meine Güte, wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das auch. Und das ist aber nicht jetzt schlecht angekommen bei den Journalisten in Düsseldorf oder sonst was. Mich muss man da ein bisschen kennen, um das auch zu verstehen. Ich bin halt jemand, der lacht dann, wenn keiner lacht. Kann passieren. So eine gewisse Situationskomik oder Fremdschämen, das ist so bei mir schon durchaus drin. Aber wie gesagt, ab und an gehört das mal dazu und das heitert ja auch ein bisschen auf und dann hat man was zu schreiben oder was zu bringen und ist auch in Ordnung. Jetzt wird ja ganz aktuell Fußball mit Politik verdröselt in Bremen. Ja. Länderspiel weg. Ist das richtig? Ja. Was denkt Norbert Meyer darüber? Also, erstmal geht es ja um die Polizeieinsätze. Genau. Dass eben von den Vereinen. Und der DFB sagt jetzt. Sollte, genau. Und der DFB sagt jetzt, dass es möglicherweise kein Länderspiel mehr in Bremen geben wird in nächster Zeit oder generell. Ich denke, das ist erstmal ein grundsätzliches Problem, dass natürlich viel passiert. Man einfach in vielen Stadien in der Bundesliga die Infrastruktur ja so verbessert hat, dass eigentlich im Stadionbereich oder in den Abfahr- oder auf den Abfahrtswegen eigentlich weniger passieren kann heutzutage. Das ist ja bei Arminia auch so. Da ist ja jetzt der ganze Platz hinten umgebaut worden. Da gibt man sich ja auch die größte Mühe. Ja, richtig. Ich will mich da auch nicht in so eine politische Geschichte einmischen. Mhm. Man sagt natürlich, dass so und so viel Steuern der Vereine oder Einnahmen oder Gelder bezahlt werden an den jeweilige Finanzbehörde des jeweiligen Bundeslandes, dass sowas dann eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass auch diese Polizeieinsätze da stattfinden. Aber ich beteilige mich nicht an solchen politischen Dingen. Da sollen die sich Gedanken machen, die jeden Tag in dieser Materie drin sind, die sich mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen und einfach Mittel und Wege finden, dass das irgendwo ja eine geregelte Abfolge dann auch ergibt. Haben Sie als weitgereister Fußballfachmann eine Antwort auf die Frage, warum in manchen Städten, Orten sich Fußballfans, Sie benutzen das Wort ja selber, sich hassen, wenn Mannschaft A gegen Mannschaft B spielt, irgendwo auf dieser Welt, dann hassen die sich und dann ist da irgendwie, muss da unbedingt jetzt ganz wichtig was passieren, sonst ist das alles. Ja gut, es ist ja zunächst mal die Rivalität zwischen einzelnen Vereinen. Es gibt ja auch Fanfreundschaften, wo Fans von Vereinen sich sehr gut leiden können, aber es gibt eben auch die Geschichte aufgrund der Historie, dass das eben eine große Rivalität ist zwischen einzelnen Teams beziehungsweise zwischen den Fans dieser Teams und das gehört ja auch irgendwo mit dazu. Das macht es ja auch den Fußball so interessant. Ich finde nur,
Man sollte dann immer die Gesundheit anderer Menschen nicht außer Acht lassen. Das ist ganz wichtig, dass eben auch Väter mit ihren Kindern, die Fußball interessiert sind, auch wirklich störungsfrei so ein Spiel dann sich reinziehen können. Das halte ich schon für ganz, ganz wichtig. Aber Rivalität, sowas gehört dazu. Und deswegen lieben doch die Menschen auch den Fußball. Sie wollen Dinge, Spannung auf dem Feld sehen und Situationen, die nicht alltäglich vielleicht sind. Weil man hat man was zu besprechen nachher in der Vereinsgaststätte oder irgendwie auf Geburtstagen oder sonst irgendwas. Da wird über Fußball gesprochen. Das ist immer so. Al Stewart, Year of the Cat? Sehr gut. Sehr gut. Machen wir. The Year of the Cat. Norbert Meyer ist hier und ich gucke auf die Uhr und denke mir, schade, ist gleich schon vorbei. Könnten wir locker hier noch 2 Stunden weitermachen, weil er hat so viele schöne Musikideen und erzählt so viele schöne Geschichten. Das finde ich richtig gut. Lass mich mal gerade was Privates fragen, Norbert Meyer. Können Sie mir ganz was anderes? Können Sie mir einen Buchtipp geben? Lesen Sie zu Hause? Sind Sie jemand, der abends vorm Einschlafen liest? Also manchmal lese ich auch Grisham oder sonst was. Ich muss zum Einschlafen. Ja, machen ja viele Grisham, sonst wird der ja nicht so viele Bücher verkaufen. Deswegen, ist ja gar nicht so verkehrt, oder? Nee, so, das finde ich völlig in Ordnung. Aber Sie sind auch mehr so ein Typ, der dann abends vorm Einschlafen noch irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann so... Pff. Ja, je nachdem. Manchmal falle ich auch so ins Bett und schlafe, aber das tut gut, nochmal ein bisschen... Wenn Sie jetzt in Bielefeld sind, wohnen Sie... Hier im Hotel oder was? Habe ich, aber ich habe jetzt auch eine kleine Wohnung mittlerweile. Gut. Gott sei Dank. Ja, nee, finde ich gut. Wenn Sie also zu Hause sind, zu Hause ist ja Düsseldorf. Zu Hause ist Viersen. Viersen. Ist da um die Ecke, ne? Das ist um die Ecke, ja. Um die Ecke von München-Gladbach. Um die Ecke von München, war ein bisschen verkehrt. Na gut, aber jedenfalls von hier aus gen Westen irgendwie. Genau. So, ne? Ich gehe mal davon aus, Sie haben ein kleines Häuschen irgendwie und da ist auch ein kleiner Garten. Würden Sie so Gartenarbeit machen, Sie sowas? Ja, mache ich. Unkraut hier. Alle Dinge zu haben, ich muss bloß die Zeit dafür haben. Ja, gut, ich gehe mal davon aus, wenn die Zeit da ist, sagen wir einfach mal die Zeit, wäre da, angenommen das, ne? Kochen Sie? Dann mähe ich auch schon mal den Rasen, weil das war gerade in der Vergangenheit so, dass dann gerade der große Regen dann kam, war gut, dann war gerade gemäht, frisch und alles gepasst, weil meine Frau hat dann natürlich auch sehr viel zu tun. Gerade weil ich ja jetzt auch nicht immer da bin. Das ist wohl wahr. Sie haben, ich darf das fragen, weil ich bin ja auch so ein bisschen so ein Betroffener. Außerdem stand ja in der Zeitung und so prominente Menschen wie Sie, die müssen da ja auch mit leben. Sie haben sich von Ihrer Frau getrennt, was ja in der heutigen Zeit nicht jetzt irgendwie was so toll Besonderes ist, weil das passiert ja jeden Tag überall. Aber... Und dann gab es Geschichten, dann sind sie ausgezogen, hätten jemand anders gehabt. Und dann aber wird die Sache spannend, weil jetzt sind sie wieder zusammen. Das ist eine spannende Geschichte, oder? Spannend ist nicht das richtige Wort. Mich beeindruckt das schon. Also, normalerweise würde ich jetzt sagen, Wir sind doch jetzt hier nicht beim WDR in der altehrwürdigen Sendung. Ich stelle mich. Aber das ist eine nette Sendung hier, das gefällt mir. Und da werden auch viele Leute da zuhören. Und vielleicht können auch viele noch was mitnehmen. Das ist bei Männern... über 50, knapp über 50 oder um die 50, die haben irgendwann nochmal so hormonelle Störungen. Die bauen sich einfach auf und meistens dauern die, das ist wirklich wahr, ne? Meistens dauern diese Störungen zwischen 8 Monaten und 3 Jahren. Das ist nachgewiesen. Wissenschaftlich nachgewiesen? Wissenschaftlich nachgewiesen. Wussten Sie das vorher schon? Oder? Das habe ich leider vorher nicht gewusst. Also okay. So, und dann ist oftmals der Weg zurück gar nicht mehr geebnet, weil dann die Frau irgendwann sagt, hey, du kannst mich mal an die Füße fassen, wie man so schön sagt. Wir haben das wieder hingekriegt. Und da bin ich auch froh drüber, dass wir das geschafft haben. Frauen sind stärker als Männer, das muss man wirklich sagen. Das kann man immer wieder hin. Frauen regieren die Welt. Ich sage, Frauen regieren die Welt. Das heißt nicht, dass der oder die die Pantoffeln anhat zu Hause oder sonst was. Aber da, wie meine Frau damit umgegangen ist, das war beachtlich. Das muss ich wirklich sagen. Und für mich ist es wichtig, dass ich wieder meine Ausgewogenheit habe, dass ich wieder meinen Job ausüben kann, ohne irgendwelche Störgeräusche und Störfeuer. Das ist eine wichtige Geschichte. Aber wie gesagt, das sind eben manchmal auch so Dinge. Männer sollen ja auch in Wechseljahre kommen, habe ich alles nicht gewusst. Heute weiß ich es besser. Ich habe gedacht, an mir geht der Kelch vorbei, aber dem war dann doch nicht so.
Ja, wir haben ja gerade, unser Kollege Heinz Flottmann ist ja gerade reingekommen, da habe ich kam, sagt Norbert Meyer, wer ist das denn? Ich sage, ja, das ist ja Heinz Flottmann, der macht also auch Führungen über den Sennefriedhof zum Beispiel, ne, wo wir dann also alle feststellen, dass wir auch alle nur Menschen sind und dann irgendwann sind wir halt eben sowieso alle auf dem Sennefriedhof, weil ja, so ist das eben, ne? Ja, von daher, ne? Nee, also das hat mich schon beeindruckt. Zwei Kinder sind auch da, die sind okay. Machen die das? Haben die ein anständiges Leben? Sind die nicht so gut wie die Eltern? Super Kinder. Ja, super Kinder? Super Kinder. Erste Enkelkind von 9 Monaten geboren. Auch schon. Ne, das Handy ist voll von Bildern. Dieses Opa Norbert. Mathildchens. Ja, das ist was anderes. Cool. Hilft dir auch, so ein Kind. Wobei? Ne, wobei, dass du einfach besser damit klarkommst, dass du älter wirst. Ne, da haben ja auch viele mit Schwierigkeiten. Zweifellos. Ne? Und wenn du so einen Sonnenschein dann hast, dann ist das... automatisch geht die Zeit dann weiter und da siehst du das wieder viel gelassener. Aber als Fußballtrainer kann man ja lange im Job bleiben, ne? Da gibt es ja gute Beispiele. Also da ist ja nicht irgendwie jetzt mit 62 muss man ja nicht zu Hause bleiben, ne? Nein. Also, ich habe ja gerade gehört, Sie sind 60 geworden und wollen ja noch bis 16, aber wenn ich Sie angucke, dann weiß ich auch, dass Sie noch mindestens 8-9 Jahre hier beim Sender bleiben, weil solche Leute braucht er sich. Hast du gehört, Martin? Weißt du Bescheid, ne? Wenn man mich bewegen kann zu so einem lockeren Gespräch, dann muss ich wirklich sagen, hat man es auch drauf. Ja, danke. Ja, nee, aber ich habe ja auch viel gelernt und ich habe so ein bisschen ich fasse so ein bisschen, wenn ich jetzt mal erzähle von dieser Sendung, dann werde ich wahrscheinlich erzählen, guck mal, der Meier, das ist so ein Typ, also der hat so drin im Kopf hinfallen, aufstehen, absteigen, weitermachen, Frau weg und wieder hin. Also es irgendwie zieht sich das so ein bisschen, finde ich geil. Ja, aber da wird muss aber, man das, das ist, geht aber klack, ne? Das ist wichtig, ne? Dass man nicht dann noch ist aber eine Mentalität vielleicht auch, sowieso eine Mentalität, klar, die aber auch beim Trainerjob doch vielleicht wahrscheinlich ganz hilfreich ist. Ja, ne? Du musst schon einigermaßen robust sein für gewisse Dinge. Da sind auch Erfahrungsschätze, die man natürlich sammelt. Man muss mit positiven, mit negativen Dingen einfach auch umzugehen wissen und immer wieder weitermachen, nicht zurückschauen, nach vorne schauen. Die Welt ist so schön, das Leben ist kurz. Wir haben es eben gesagt, Sie sprachen von Sennestadt irgendwann, da werde ich nicht landen. Weil, in Viersen irgendwo. In Viersen oder ja, in der Heimat, aber das ist auch nicht unser Thema. Wir freuen uns, dass wir hier sein können heute, dass wir ein bisschen palavern können, ein bisschen Spaß haben, dass die Leute vielleicht ein bisschen Spaß haben an den Radios, um uns hier zu hören, wie wir uns hier projizieren und dass die Musik einigermaßen gut angekommen ist. Und dann sind wir schon zufrieden. Also wir haben ja den Tim Sanden, der ist ja auch hier von Arminia Bielefeld, der Pressemann, der mitgeholfen hat, dass wir hier überhaupt zusammengekommen sind. Der guckt immer da bei Twitter und Facebook und irgendwie so. Aber haben Sie was mit zu tun? Gibt's Norbert Meyer Facebook? Gibt's nicht, ne? Nee, Gott sei Dank. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das einschalten sollte. Ja, ich bin froh, meine Kinder haben mir irgendwann WhatsApp eingestellt. Ja. So Kommunikation einigermaßen mit klar. In der Familie, aber sonst. Kommunikation in der Familie. Ja, es gibt ja auch Freunde, Bekannte, die auch schreiben, da schreibt man natürlich auch zurück. Und das reicht aber auch an meiner Kommunikation, die außerhalb der verbalen Schiene zu suchen ist. Es gab eine Umfrage, da haben die Trainer der dritten Bundesliga gesagt, fast unisono, Bielefeld steigt auf. Ja, die haben Ahnung, ne? Cool, ne? Ja. Ist das gut? Ist das der Ansporn? Nicht, nein, der Ansporn. Da mache ich mir wenig Gedanken drum, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Der Ansporn ist ja auch nicht. Grundsätzlich ist es so, wenn eine Mannschaft aus einer höheren Liga absteigt, dann kann sie im nächsten Jahr mit einer Traditionsmannschaft antreten und wird trotzdem noch Favorit sein. Das ist so. Ich werde auch jetzt nicht dagegen reden, weil wir brauchen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Sondern wir müssen einfach wissen, was auf uns zukommt. Das ist eine schwere Liga. Da ist vieles auf Augenhöhe, was sich dort abspielt. Und da wird es nachher auch davon abhängig sein, was für eine Mannschaft haben. Also wir wissen, was für eine Mannschaft namentlich wir haben, aber wie sehr tritt dieses Team auch auf als Team. All diese Dinge werden da eine Rolle spielen. Brauchst auch ein bisschen Glück, das gehört zum Fußball immer dazu. Das hat auch die deutsche Nationalmannschaft gehabt in gewissen Phasen, haben auch gute Spiele gezeigt. Aber das sind eben die Unwägbarkeiten. Aber wie gesagt, wir werden uns da nicht drüber negativ oder positiv auslassen, was andere sagen. Das ist so diese Nummer, dass man immer hört von Fußballern, von Trainern und so. Wir denken von Spiel zu Spiel und nicht jetzt irgendwie, was im halben Jahr also ist. Ne? Also aus meiner Erfahrung weiß ich nur, dass es nur einen Club in Deutschland gibt, der dann großspurigen Worten auch die nötigen Taten hat folgen lassen. Und das ist Bayern München gewesen. Sonst weiß ich nur, dass doch viele daran auch zerbrochen oder gescheitert sind. Ne? Immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das heißt nicht, wir wollen auch guten, erfolgreichen Fußball spielen. Und wenn sich gewisse Dinge auftun, dann werden wir mit beiden Händen zugreifen. Das ist doch klar. Aber es ist noch kein Spiel gespielt. Und ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und sonst was machen. Samstag geht's los, ne? Samstag geht's los. Endlich.
Dauerkartenrekord soll denn ja dann auch aufgestellt und geknackt werden. Irgendwie kurz vor 4000 Dauerkarten sind mittlerweile verkauft. Also die Stadt unterstützt Arminia sowieso, weil die kennen das ja, dass es immer rauf und runter geht. Wir freuen sich schon auf die nächste Aufstiegsfeier irgendwie in einem Jahr. Norbert Meyer, ganz lieben herzlichen Dank. Ich fand das richtig schön. Also ich habe doch noch auch in meinem Alter wieder was gelernt und schöne Musik ausgesucht, das muss ich auch sagen. Ja, dann gebe ich das Kompliment mal zurück. Wir haben jetzt noch hier Creedence Clearwater Revival und wenn wir es schaffen, machen wir noch so ein bisschen Kinkade hinten dran. Also wir sind sowieso Arminia Bielefeld Haus- und Hofsender. Ne? Also hier Uli Zwetz ist euer Mann vor Ort. Daumen drücken. Den kennen wir ja gut. Genau. Ich danke. Gerne, wir auch.